Genau. Jetzt geht sie ins Zelt. Er steht hier irgendwie sinnlos rum. Die reden miteinander. Sie dreht sich um. Und jetzt kann ich ihn umbringen. Und wegbringen. Ausgezeichnet. Damit sind hier definitiv keine Gegner mehr. So. Das heißt, zwei kann ich nehmen und schauen. Ach, sie ist jetzt immer noch am Dorf. So alt war der Spielstand. Okay. Dann, wo ist denn Takuma? Oh, der ist da oben. Naja gut, das war ein komischer Spielstand, muss ich sagen. Aber gut. So. Takuma darf dahin kriechen. Und, Yuki. Darf auch dahin kriechen. Komm, du gehst erstmal dahin. So. Wunderbar. Dann haben wir ja fast alle da. Und dann gehst du mal da oben hin. Da passiert natürlich noch irgendwas, das ist mir klar. Das kann ja gar nicht anders sein. Irgendwas hat es doch mit diesen Dynamitfässern auf sich. ハヤトドノ、ユキドノ、行く。はい。武才を取れ。影様からの増援が来るまで耐えるのだ。虫けらどもに真の侍の怒りを見せてくれよ。反乱をこれにて終焉へと導く。 Okay. Dann schauen wir doch mal. Platziere ein Fass mit Schießpulver in der Nähe des Vorratslagers und feuere einen Schuss darauf ab, um das Gebäude zu sprengen. Habe ich erledigt. Töte General Okuto. Gut. Dann schauen wir doch mal, wie wir das realisieren. Das allerdings mache ich erst nach einer kurzen Aufnahmepause. Ich gehe jetzt nämlich essen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine tolle Zeit und auf Wiedersehen. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu der Fortsetzung der Aufnahmesitzung von Shadow Tactics Blades of the Shogun. Ja, Yuki ist da vielleicht gar nicht so verkehrt. Hier, das wäre sinnvoll. Wunderbar. Sieht ihn jemand? Wo schaut er hin? Alles klar. Um nicht zu sagen, Klärchen, Bärchen. Ah, da ist der nächste. Okay. Fünf. Wie viel Schuss hast denn du noch? やったぞい!
So. Wie viel kriege ich von dir? Alles klar. So, und der schaut wohin? Perfekt. Also das ist einfach eine Möglichkeit, die ich jetzt ausprobiere. Das heißt nicht, dass das so sein muss oder so bleiben muss. So, bei ihm müssen wir jetzt mal schauen, wie wir ihn umlegen. Ich denke, ihn werde ich mit dem Shuriken erlegen. Auf Wiedersehen. Ihn hätte ich eigentlich auch mit dem Shuriken erlegen können. So. Ausgezeichnet. So, dann kann ich dich vielleicht noch nehmen. Strohhut, Strohhut, Strohhut. Was macht er eigentlich? Komme ich von da hinten da rein? Nein, das klappt nicht. So. Aber außenrum könnte ich. Hier lang. Und da lang. Und da ist die Frage, ja, das müsste eigentlich klappen. Die Frage ist nur, wie. Aber ich denke doch, ja, das müsste eigentlich gehen, Hayato. Das wärst du. Dann kann ich ja dahin gehen. So. Würde ich hier sagen, du. Okay. Dann könnte ich mit dir da runter. Okay, da hinten ist gar nichts. Dann könnte ich mit dir vielleicht dahin gehen. Okay. Wir speichern noch mal schnell. Okay, das war jetzt nicht ganz so clever. Nicht ganz so clever. Aber das ist ja halb so wild. Wir können ja laden. So, er ist da, er ist da. So, und er geht quasi dahin. Dann würde ich mit dir eigentlich ganz gerne dahin gehen. So, kann ich hier mal speichern. Ich hätte natürlich auch da oben lang rennen können. So, dann geht's mal hier hin. Ja, ja, ja. So, bleib erstmal da. Er läuft weg. Okay, okay, okay. Das war natürlich ein bisschen zu früh. Das war ein bisschen zu früh. Da habe ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Okay, gehen wir mal mit dir dahin. Gut.
Nein, 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 nein. Er muss ja zu dem darüber jetzt. Ja, okay. Okay, gut, also so funktioniert es offenbar nicht. Es hat vielleicht irgendwas mit diesen lustigen Fässern zu tun. Da könnte ich doch mal gucken. 5. Lundenschloss. Moment mal. Das war es, ne? Kann ich vielleicht dahin gehen? So, ich komme da nicht mehr runter. Also. Ja, das sind ja Strohhüte. Das heißt, die verlassen ihren Posten nicht. Aber die verlassen ihren Posten. Das heißt, das könnte ich ja eigentlich ausnutzen. So, wo schaut denn der hin eigentlich? Ja, das war natürlich Blödsinn. Ich wollte dich da haben. Und ja. Ja. So, ich gehe mal mit dem darüber. Du darfst den wieder haben und gehst dann wieder zurück in den Busch. So, dann würde ich ganz gerne 5 sagen und D. Ah, okay. Gut, dann könnte ich 2 nehmen. Okay, er verlässt seinen Posten aber auch nicht. Schade. Das ist schade. So, das heißt, ich muss irgendwas mit den Fässern machen. Irgendwas muss mit den Fässern passieren. Das können wir ja mal einfach ausprobieren. Was passiert, wenn ich eines dieser Fässer in die Luft jage? Upsale. Okay, da passiert gar nichts. Das heißt, das ist nicht die Lösung meiner Probleme. So, was wir aber machen könnten. Nein. Wer Mugen nehmen. Um eines dieser Fässer zu nehmen und die rauszutragen. So, ich hoffe. Warte mal. Du stehst jetzt erstmal dahin. Dann kannst du sagen, werfen.